Aufgepasst, meine Reseller, was geht? René hier von Reselling mit Kopf. Freut mich total, dass ihr heute wieder dabei seid zu unserem allerneuesten Video. Heute habe ich mir noch eine Brille auf, wieder mal zur Abwechslung sozusagen. Und ich befinde mich auch an einem anderen Platz, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Das ist jetzt der neue Streaming-Platz. Ich habe mir jetzt sogar einen Platz für Streamen eingerichtet, weil es gestern so gut angekommen ist, beziehungsweise im Mittelbereich streame ich einmal in der Woche. Und auf YouTube will ich es auch versuchen, so einmal in der Woche zu streamen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, checkt das definitiv aus. Ich werde es dann immer auf Instagram ankündigen. Da könnt ihr dann einfach in die Infobox auf mir bei Instagram folgen, dann verpasst ihr das Ganze nicht. Um was soll es heute gehen? Ihr habt schon im Titel gelesen, heute stelle ich euch Spock vor. Die Flohmarkt-App, es gibt es auch für gewerbliche Händler. Was das Ganze kostet, welche Vorteile, welche Nachteile es bei Spock gibt, ob wir das verwenden, wie wir das alles handhaben, wie man sich anmeldet, das alles zeige ich euch jetzt dann am Rechner. Am Rechner ist es einfach angenehmer, denke ich. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit dem Video, meine Freunde. Wir sehen uns, bis dann. So, meine Freunde, bevor wir jetzt starten mit dem Ganzen, mit der ganzen Erklärung, bevor ich euch alles zeige, will ich euch kurz ein Inhaltsverzeichnis sozusagen geben. Wir schauen uns das erste ganz kurz die Preise an, dann schauen wir uns so einen Spock-Shop aus, wie der aussieht, wenn man eingeloggt ist. Wir können euch da einen zeigen. Und dann sage ich euch vor der Cam die Vor- und Nachteile von Spock. Es gibt meiner Meinung nach sehr, sehr viele Vorteile, aber auch einige Nachteile im Gegensatz zu eBay beispielsweise. Das sage ich euch am liebsten vor der Cam, weil es mir einfach lieb ist, wenn ich so face-to-face sozusagen zu euch reden kann. Aber jetzt erstmal zu Spock Plus. Spock Plus heißt nämlich das Ganze, der gewerbliche Account sozusagen, das gewerbliche von Spock, nennen die einfach Spock Plus. Das geben wir hier bei Google ein, ich kann es euch gerne unten verlinken. Und dann klickt ihr einfach aufs erste drauf und dann kommt man auf diese Seite hier. Hier kann man sich einloggen, hier ist eine gratis Testphase, die würde ich jedem raten zu nutzen. Die kann man, wie gesagt, jederzeit einfach gratis testen. Richtig, richtig cool, kann man schon die ersten Artikel einstellen und alles mal so testen einfach. Deswegen auch Testphase, denke ich mal. Dann gibt es hier die Vorteile und Preise. Sehr, sehr wichtig sind jetzt mal die Preise für uns. Was kostet uns eigentlich das Ganze und welche Vor- oder Nachteile gibt es da halt zu eBay? Wir klicken hier auf Preise und hier gibt es 6 Monate monatliche Zahlung, 12 Monate monatliche Zahlung und 12 Monate jährliche Zahlung ist das günstigste. Also wie gesagt, man kann 6 Monate, dann kostet es halt 29, da 25 und hier kostet es halt nur 19. Wie gesagt, wie ihr das machen wollt, ist dann natürlich euch überlassen. Und hier gibt es sehr, sehr viele Dinge. Ich habe da auch beim Support mal nachgefragt, was das alles bedeutet. Und also den bekommt man in der Gratis-Testphase, den Regional 50, dann National 50 und National 100 gibt es und Regional 25. Die Bestseller-Anzeigeplätze sind einfach die Plätze, die von euch angezeigt werden. Ihr könnt auch mehr listen, aber die sehen die Leute halt nicht im Spock drinnen, sondern nur, wenn sie auf euch eure Seite klicken und dann durchschauen. Hier hat man halt 100 und hier 25. Regionale Reichweite, das sind einfach so sehr, sehr komische Begriffe. Auch der Support kann es nicht genau definieren. Die sagen halt, ja, in eurem Bundesland, heißt es halt in Österreich und so weiter, sagen halt eine Kilometerbegrenzung ungefähr, aber ist sehr, sehr komisch, wie gesagt. Man erreicht aber schon sehr, sehr viel, habe ich gesehen, mit dem Regional 50. Wenn ihr da genauere Dinge dazu wissen wollt, dann ruft einfach dort an und fragt nach, beziehungsweise der Typ, wenn ihr euch da anmeldet, ruft euch dann auch an und betreut euch. Jeder hat dann so einen eigenen Betreuer bei Spock. Das ist sehr, sehr cool. Also der Support haben die echt einen coolen. Und wie gesagt, die Gratis-Testphase bei Regional 50 könnt ihr mal nutzen und dann könnt ihr schauen, wie viele Leute ihr erreicht. Das seht ihr dann auch sehr, sehr nice im Dashboard, kann ich euch dann gleich zeigen. Dann National 50 ist halt auf nationaler Reichweite. Shop Manager hat man überall. Die Bestseller-Anzeigen sind hier gleich, nur hat man hier die andere Reichweite. Und hier hat man halt die größte Reichweite mit den meisten Anzeigeplätzen, was aber enorm teuer ist, meiner Meinung nach. Entweder den würde ich nehmen oder den würde ich nehmen, also die 19 oder die 29. Ich glaube, die 19 reichen nämlich auch aus, weil man kann auch bei Spock mit Promotions seine Artikel pushen, also den teuersten Artikel einfach pushen. Das kostet vielleicht für einen Monat mal so ein 20er und dann ist der immer ganz vorne und so könnt ihr auch Leute zu euch auf die Seite ziehen sozusagen. Ganz kurz können wir auch den Anmeldevorgang durchmachen, wenn ihr das wollt. Hier einfach Vorname, Nachname, das ist eigentlich selbst erklären, Passwort und Passwort wiederholen. Dann hier der Firmenname, die Gesellschaftsform ist vielleicht noch wichtig. Ja, da hat auch jeder eine andere, wie gesagt. Dann Firmenbuchnummer, wenn ihr eine habt, Umsatzsteuer-ID, hat natürlich jeder. Geschäftsdaten, wo eure Firma halt stationiert ist, wenn ihr das von zu Hause aus macht, dann eure normalen Daten und ansonsten halt, wo die Firma halt ihren Sitz hat und dann einfach gratis Testphase starten. Das ist ziemlich selbst erklären. Ich wollte es trotzdem nochmal kurz hier reingeben, weil es einfach dazugehört. Jetzt fülle ich das ganz kurz aus und starte die Testphase für euch. So Freunde, jetzt sind wir in unserem wunderschönen Shop eingeloggt mit unserem Top-Logo, das ich einfach irgendwie ausgesucht habe. Überhaupt kein Problem. Hier könntet ihr sogar noch den eBay-Shop dann verlinken, wenn ihr das wollt.
Und genau hier nach 30 Tagen kann man halt wieder zu dem Paket auswählen, klicken und jetzt verkaufen. Ganz einfach Bild, Produktname. Das Problem ist, der ist enorm kurz. Das könnt ihr gleich mal abchecken. Also so lang ist das nicht. Also da wirklich die wichtigsten Dinge reinschreiben. Dann einfach Kategorie, Elektronik beispielsweise und hier der Preis. Und dann auf Produkt verkaufen. Das war's und das ist online. Geht viel schneller wie bei eBay. Dann die Arbeitsfläche. Hier ist der auch enorm cool aufgebaut. Anzahl der aktiven Produkte sieht man hier, kann man alle ansehen. Dann verkaufte Produkte, okay, ist noch ganz standardmäßig. Shopbesuch ist aber schon richtig cool. Da sieht man, wie viele Leute das auf den Shop gehen, wie viele Likes man hat. Produktansichten und die Website-Empfehlung ist auch cool, wie viele Leute dann von hier auf euren zum Beispiel eBay-Shop gegangen sind. Die Website könnt ihr dann einfach hier drunter legen und wenn einer hier raufkommt und denkt sich, okay, welche Website hat der, klickt er drauf, kommt er direkt zum eBay-Shop, wo er vielleicht mehr Produkte sieht und so weiter. Also das ist echt cool, kann man schön verknüpfen. Und ja, was mein Job kann man hier noch draufklicken, dann sieht man die gelisteten Produkte nochmal schön hier untereinander und hier nochmal die verkauften. Kann man auch hier oben suchen, wenn man, ja, wenn man sehr, sehr viele verkauft hat. Postfach, da sieht man die ganzen Chats mit den Leuten und hier kann man auch noch durchschauen, zeige ich euch auch noch. Hier steht das Paket, wann es endet, die ganzen Nummern, die Transaktionen, wenn ihr Verkäufe habt, wird hier alles aufgelistet. Wenn jemand per PayPal zahlt, funktioniert hier auch. Dann natürlich Paket, Bewertungen auch sehr, sehr wichtig. Von 1 bis 5 Sterne gibt es hier. Dann Promotions, genau, die Promotions sind auch enorm cool. Heben Sie 5 Produkte für 30 Tage hervor, zum Beispiel 35 Euro oder 10 Produkte für 30 Tage 65. Das ist enorm cool, weil wirklich da erhöhen sich die Aufrufe so drastisch. Wenn ihr ein teures Produkt habt, könnt ihr da definitiv mal so eine Promotion draufschalten. Würde ich euch auch empfehlen. Dann gehen wir wieder zurück zu der Arbeitsfläche. Ja, und das war es eigentlich schon. Sehr, sehr einfach aufgebaut, sehr, sehr einfach zum Anmelden. Hier unten noch mit der Support-Nummer und der Support-Mail-Adresse. Wenn man hier noch reinschaut, kann man hier die Öffnungszeiten eintragen, Geschäftsbedingungen, Rücktritt und so weiter. Shop-Infos, auch vielleicht wichtig. Mindestbetragshöhe würde ich da ein bisschen runterstellen. Also ich würde nie einen Fixpreis nehmen. Schon ein bisschen Verhandlung, dass er 30% bieten kann. Beschreibung, ja, könnt ihr euch aussuchen. Der Webseitenlink, hier würde ich den eBay-Link einfügen. Standort und Öffnungszeiten könnt ihr auch schön hier anklicken und auswählen, was ihr halt wollt. Und rechtliche Informationen, wie gesagt, waren wir hier gerade drin. Ganz, ganz wichtig, dass ihr hier alles ausfüllt. Jo, meine Freunde, das war es jetzt eigentlich mit dem Spock. Und jetzt kommen wir ganz kurz zu den Vor- und Nachteilen im Gegensatz zu eBay. Und dann gibt es noch die Verlosung vom Dragon Ball Set Monopoly. Und dann starten wir noch eine neue Verlosung an. Natürlich für den Monat April, meine Freunde. Natürlich dürfen die Verlosungen nicht fehlen. Und ihr nehmt natürlich wie immer an der Verlosung teil, wenn ihr Abonnent seid, wenn ihr liked und wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, wäre auf jeden Fall cool unter diesem Video, weil das ist halt dann das Verlosungsvideo, wo ich die dann ziehe. Jo, that's it und jetzt schauen wir uns die Zusammenfassung an. So, meine Freunde, jetzt fassen wir das Ganze mal zusammen. Welche Vorteile hat Spock und welche Nachteile hat Spock? Im Gegensatz zu eBay zum Beispiel können wir ja gerne vergleichen. Spock hat meiner Meinung nach den großen Vorteil, erstens die Gebühren. Man zahlt 19 Euro im Monat, kann aber 500 oder 1000 Artikel verkaufen. Das ist möglich, ohne dass sich die Gebühren erhöhen. Also wie gesagt, das ist ein ganz, ganz klarer Vorteil. Bei eBay zahlst du da gleich ein paar hundert Euro, hier hast du die 19 Euro, that's it. Das ist mal ein ganz, ganz klarer Vorteil, was für Spock spricht. Was spricht noch für Spock? Zungenbrecher. Natürlich die regionale Präsenz. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr in einer Stadt wohnt und ihr macht ein kleines Branding, haut euer Logo da rein, dann scheint ihr überall in der Nähe auf und die Leute lernen euch kennen, kommen dann wieder zu euch, wenn sie genau vielleicht ein Game brauchen, wenn ihr einen Spieleshop seid, vielleicht einen Rechner brauchen, wenn ihr einen T-Shop seid. Ihr baut euch so eine regionale Brand auf. Das spricht auch ganz klar für Spock, meiner Meinung nach. Was spricht jetzt gegen Spock? Gibt es auch einiges meiner Meinung nach. Wie gesagt, es gibt einfach einiges, was gegen Spock spricht. Nämlich bei eBay müsst ihr euch immer denken, ihr seid jetzt am Wochenende ganz gemütlich irgendwo unterwegs, ihr wollt nicht reinschauen, könnt trotzdem am Sonntagabend, wenn ihr nach Hause kommt, 10 Sales auf eBay haben. Mit dem Geld schon überwiesen, könnt ihr schon am Sonntagabend, Montagvormittag noch vorbereiten und verschicken. Wie schaut es da bei Spock aus? Wenn ihr da 10 Anfragen habt und ihr seid am Wochenende nicht zu Hause, dann macht ihr gar keinen einzigen Sale. Ihr bindet eure Zeit sozusagen an Spock. Bei eBay muss man natürlich auch Zeit investieren, aber bei weitem nicht so viel. Man muss sich bei jedem Artikel verhandeln, schreiben und bestätigen. Weil bei eBay geht man hin und kauft. Das ist, ihr wisst natürlich, was ich meine. Das spricht gegen Spock. Was spricht noch gegen Spock? Ja, es kann sein, ihr verhandelt 2, 3, 4 Stunden. Ja, ein bisschen übertrieben, aber ihr verhandelt eine lange Zeit. Es heißt, okay, passt, der und der holt es am Dienstagvormittag ab. Was passiert? Keiner kommt. Ihr schreibt dann, was passiert? Der Account wird gelöscht.
und eure Mühen waren umsonst. Und das passiert nicht einmal, sondern bei 100 Deals passiert es ca. 10 Mal, dass das so ist. Natürlich ist bei eBay auch so, dass ab und zu ein Kauf abgebrochen wird, aber bei weitem nicht so oft wie bei Spock. Was würde ich euch da empfehlen? Natürlich nutzt Spock unbedingt aus. Da könnt ihr auch deutlich höhere Preise verlangen, was auch wieder ein Vorteil für Spock ist. Im Gegensatz zu eBay. Die Konkurrenz ist bei weitem nicht so hoch, weil in der Umgebung habt ihr wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal dieses Ding hier, wenn ihr dieses Teil hier in der Umgebung verkauft, dann seid ihr mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall gibt es da nicht 30 andere, vielleicht ein, zwei, die das noch verkaufen, maximal. Ihr habt bei weitem nicht so eine regionale Konkurrenz, wenn ich das so sagen darf. Ihr wisst natürlich, was ich meine. Ihr habt regional nicht so viel Konkurrenz, könnt einen höheren Preis verlangen und es passt. Auch am Wochenende sieht man bei Spock sehr, sehr oft, wenn die Leute jetzt irgendwie so ein original verpacktes Ding suchen können, nicht mehr am Sonntag. Kommen auf Spock meistens sehr, sehr viele Sales. Das sind die Leute zu Hause am Handy. Jeder hat Spock. Man kann sich bei Spock viel leichter registrieren wie bei eBay. Ist auch für ältere Leute gedacht und so weiter. Das spricht meiner Meinung nach schon sehr, sehr auch für Spock. Und die Gebühren sind natürlich der Hammer meiner Meinung nach. 19 Euro. Was sind 19 Euro bitte? Die AGBs fügt ihr ein und habt ihr einen fertigen Shop. Wie ihr gesehen habt, ist die Oberfläche auch enorm, enorm nice. Also ich würde an eurer Stelle auch einen Spock-Shop eröffnen. Parallel mit dem eBay-Shop. Und wenn ihr bei eBay einstellt, gleichzeitig bei Spock einstellen. Braucht ihr nur noch Copy-Paste machen und that's it. Dann habt ihr immer regional was und landesweit sozusagen vielleicht über die Grenze hinaus mit eBay. Also mein ganz klarer Tipp, Spock ist meiner Meinung nach nach eBay, also meiner Meinung nach, Facebook Marketplace ist auch noch ganz cool, aber zum Verkaufen, professionell eigentlich schon verkaufen, da hat Spock echt was Cooles aufgezogen in letzter Zeit. Wie gesagt, nutzt es, meine Freunde. Ihr werdet sehen, da werdet ihr sehr, sehr gute Sales bekommen. Ich kenne Kollegen von mir, mit denen habe ich früher zusammengearbeitet, die verkaufen auch Rechner und die verkaufen richtig viel. Die haben bei Spock 2000 Bewertungen und verdienen da wirklich fünfstellige Summen bei Spock alleine. Die machen auf eBay nichts, weil die Versandkosten zu hoch sind, weil die wohnen in Österreich sozusagen drin, genau in der Mitte. Nicht so ein Glück wie ich, dass ich über die Grenze fahren kann. Und die verkaufen da extrem, extrem gut. Und ist nur ein Tipp von mir. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen, meine Freunde. Und ihr könnt mir auch gerne reinschreiben, wie ihr meine Streaming-Location findet, wie ihr generell die Livestreams findet. Und bevor ich es vergesse, meine Freunde, das Teil hier wird ja noch verlost. Das Teil wird noch verlost. Die Verlosung machen wir nämlich jetzt noch kurz, bevor ich es vergesse. Es ist schon Ende des Monats und es gibt dann eine neue Verlosung. Ich suche dann noch kurz den Artikel für die neue Verlosung aus. Und ja, dann verlosen wir es noch gar. Jetzt gibt's kurz einen Cut und dann werde ich das kurz auslosen, meine Freunde. So, meine Freunde, jetzt bin ich soweit. Ich habe jetzt das Handy mit dem Random Common Picker und dieses schöne Ding hier, das ihr dann bekommt gleich. Richtig cool, denke ich. Und jetzt starten wir einfach gleich die Verlosung. Ihr könnt jetzt sehen, wer das schöne Teil bekommt und der Gewinner lautet Markus Rohrer, danke wieder mal für die Mühe. Nices Video. Markus, ich verlinke dich hier unten. Du bekommst dieses coole Ding hier. Und die nächste Verlosung, die zeige ich euch jetzt gleich. Seid gespannt. Richtig cooles Ding. Ich hole es noch ganz kurz. So, hier bin ich wieder. Und hier ist das nette Teil, ein Steelbook von Batman. Eine Collector's Edition. Natürlich alles vorhanden. Circa so 30 Euro Bibelwert. Zwischen 30 und 40 könnt ihr gerne auschecken. Wie gesagt, einfach liken, kommentieren und Abonnent sein. Und ihr nehmt teil. Ende April, wie gesagt, wieder am 1. Mai. April, Mai? Ja, genau, am 1. Mai wird das Ding dann verlost. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück und nochmal herzlichen Glückwunsch an den Markus. Und ja, meine Freunde, das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es konnte Spock ein bisschen näher bringen. Ihr wisst jetzt, wie das Ganze abläuft, wie man sich dort anmeldet, was es euch bringen kann und wie ich das einsetzen würde, wenn ich an eurer Stelle wäre. Wir nutzen es natürlich auch, um einfach, wie gesagt, die regionale Reichweite zu steigern. Schaut auch auf die Website vorbei, da gibt es jetzt eine Osteraktion, eine Jahresmitgliedschaft zum halben Preis. Vielleicht interessiert es euch, checkt das definitiv aus. Und ansonsten, ja, Instagram wäre nice, wenn ihr folgt. Kommt in die Facebook-Gruppe, ist auch kostenlos. Und that's it, meine Freunde. Ich freue mich, dass ihr immer wieder dabei seid. Will ich nochmal bei euch bedanken. Richtig, richtig cool. Jetzt haben wir die 14.000 Abonnenten schon geknackt. Jetzt haben wir 6 Uhr, jetzt geht es dann für mich ins Bett. Hab schon die ganze Nacht durchgearbeitet für den Mitgliederbereich. Ein paar Probleme mit WordPress gab's. Aber naja, hilft alles nichts. Ich bin noch immer gut drauf und ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns bis zum Freitag.